I was taking a relaxing snooze at the seaside inn to the sound of waves. And someone stole my Pokémon! Who's the abductor? Team Aqua? Is it Team Aqua? Könnte auch Team Magma sein. Oder der Junge von nebenan. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Incarnate Emerald, ihr 93 Stufe. Und ja, wir werden uns jetzt hier auf Safari begeben, in der Safari-Zone. Und vorher möchte ich was nachschauen. In der letzten Ausgabe habe ich mir nämlich ein Arbok gefangen. Und anscheinend ist das ein Unlichttyp. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da haben wir es. Strengheit, so bist du. Tatsache, ein Gift- Unlicht-Pokémon. Normalerweise ist er nur ein reines Gift-Pokémon, aber Unlicht-Typ? Ja, das sehe ich ein bisschen, das sehe ich schon. So. Welcome to the Safari Zone. All you can catch for just 500 Pokédollars. Would you like to play a Safari game? Excuse me, you seem to be without a Pokéblock. Okay, ist bitte was? Your Safari game will be much more fruitful if you use Pokéblocks. Please come back with... You may obtain... Really? Was ist, wenn ich keine Poke-Regel benutzen möchte? Hä? So im Sinne von Lilikov. Okay, das ist ja hier in der Nähe. Unglaublich, dass er mich dazu bringt, mir hier etwas zu holen, was ich gar nicht benutzen werde. Weil ich werde mich nicht hier dann hinstellen, um Pokeriegel dann zu werfen, nur um damit ein Pokémon dann sagt, oh, knuschbar, knuschbar, aber jetzt hau ich wieder ab. Oh, interessant. Choupé hat ein anderes Modell. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir das fange für mein Team, aber ich habe ja Azazel. Azazel ist gerade so mein Go-To-Pokémon. Also Geister-Pokémon. Aber ich versuche mal, ob ich dich jetzt so weit schwächen kann. Aber ich glaube, das wird jetzt eher ein KO. In solch seltenen Fällen, da klappt es wirklich mit 5-mal treffen. Ist klar, gut. Er macht es auch hier wieder ganz schlau. Ich will das Item haben. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt ein ganz, ganz wertvolles Item ist. There's nothing I love more than checking out other people's Pokémon. Und die Frauen noch dazu. Und die Männer. Oh. I want everybody to see the Pokémon I've raised. Hm? Auch so, von Kindesalter an. Schau mal, was ich kann. Das ist Definition bei jedem. Ja? Schau mal, was ich kann. Jeder Rockstar, schau mal, was ich kann. Jeder Professor, schau mal, was ich kann. Ja, wir haben einen Drang, uns hier anderen zu zeigen, was wir können. Ja? Okay, Samenbomben hier. Sondersensor da. Blablabla. Wird aber einen normalen Schaden machen, wahrscheinlich. High Jump Kick. Albert, Strem und du tust dir selber weg. Ja, habe ich dir erstmal die Wirbelsäule geknackst und hier dann auch noch hier deine eigenen, du hier noch deine eigenen Füße. Samenbomben und wahrscheinlich nur die Hälfte. Nein, weil es dir vielfach schwächer ist, sogar sehr effektiv. Dankeschön. Level 80, Gamakuro, sehr schön. Ich glaube ja, alle meine Pokémon, die ich jetzt im Team habe, haben schon ihr Maximum erreicht. Okay, dadurch mal tauschen. So, tu ich mal tauschen. Und zwar, was nehme ich stattdessen? Du hältst was aus. Okay, machen hier. Mache ich Schallwelle, dann kann ich nämlich beide treffen. Dann kann ich Lucario vielleicht sogar schon so besiegen. Sonderpunch. Ach stimmt, der hätte sowieso oder so bis mal 4 anvisiert und nicht Gamakura, hä? Ei, verbübsch. High Jump King. Also wenn Titanic das jetzt auch aushält. Was ist nicht so in Angriffskraft hat, das steckt, das tut's wieder mit ver... Hä? Hat der dein Lebensorb gehabt oder so? Warum hat er sich jetzt... Warum wurde er selber... Hat er sich selber besiegt? Interessant. Critical Hit mit Schallwell. Wowie, daui, saui, dausi. Die haben ja all hier diese... In Anführungsstrichen Mutant-Pokémon oder diese Elementar-Pokémon. Okay, machen wir mal... Hier das und das doch.
Thunderpunch. Was soll ich sagen? Ja, ich bin mehr der offensive Typ, aber es gibt auch Pokémon, die haben wirklich so eine gute Verteidigung. Oder einfach Pokémon, die auf Verteidigung sich hier konzentrieren. Die finde ich cool, wie Arktilas oder auch Boltorus. Dann gibt es auch noch hier Durengard, was ja eine Angriffs- und eine Verteidigungsform hat. Dazu ist es noch ein Stahl-Unityp, was wohl auch der Grund ist, warum mir dieses Pokémon so gut gefällt. Und es ist ein besessenes Schwert. Was kann einem an diesem Pokémon nicht gefallen? Außer man ist natürlich kein Fan von diesem es ist ein lebloses Objekt, was jetzt auf einmal hier lebendig wird. Piblablub. Aber welche, die das von den neuen, bei den neuen Generationen schon sagen, zum Beispiel in der fünften Generation gab es da ja Unratytox, was einfach eine lebendig gewordene Müllbeute ist. In der ersten Generation gab es Magneten, Bälle, Schleim, was lebendig war. Also was ist da der Unterschied? Kein Unterschied, das sage ich euch. Es ist im Grunde das gleiche Prinzip, nur halt mit neuen Designs. So gibt es ja auch in jeder, aber auch wirklich in jeder Generation irgendein Elektro-Pokémon, was hier diese Pausbacken hat. Sogar in dem zweiten Trailer jetzt von Pokémon Karmesin und Purpur gibt es jetzt Pamo. Was wahrscheinlich so eine Art, wenn ich raten müsste, vielleicht ein Bär oder vielleicht ein roter Panda darstellen soll. Ja. Wobei das eigentlich an meiner Erachtens nach auch ein bisschen was mit Feuer zu tun hat. Also es hat ein bisschen was mit Aussehen. Wer weiß, vielleicht wird ja seine Entwicklung ein Feuer-Elektro-Pokémon. Weil ja die Vermutung ist, dass das neue Gimmick da irgendwas mit Typen zu tun hat, könnte es sein, dass wir da Typ-Kombinationen sehen, die man vorher noch nie bestaunt hat. Da könnt ihr doch jetzt hier Lawine einsetzen. Dann darf ich beide, dann tue ich es komplett heilen und dann habe ich hier beides geschafft. Einmal Hypertrank. Aber das wird, glaube ich, nicht alles heilen. Nein, nur 200. Jetzt sogar der Top-Trank mehr gebraucht. Ja, du willst das Eis wissen und uns brechen, aber brech mir nicht mein Pokémon durch, ja? Sonst habe ich hier viele kleine Lutscheises. Ein Eis, viel Eis, viele Eise. Super effektiv sogar, aber du hältst es aus und Überreste. Ah, nee, ach, bin ich blöd. Ich habe total vergessen. Ich habe ja Titanic, das Item. Ich habe das nämlich gefunden. Ich habe ihm ja den Beulenhelm gegeben. Das heißt, wenn es angegriffen wird, erhält der Angreifer auch Schaden. Also wenn es ein direkter Angriff ist. Und deshalb wurde auch Lucario vorhin besiegt. Ah. Ich hatte noch im Kopf, dass es Überrest da hat, aber nichts da. Ach, es wurde durch Sondersensor. Ist es zurückgeschreckt. Ah. Ja, das kann halt passieren, wenn man hier derweil redet und dann verpasst man was. Was ist bei Titanic's Rocky Helmet? Avalanche! Das müsste sehr effektiv sein. One KO und Buffelend. Also, Bisofang ist ja sowieso nur noch hier auf einem Bein gestanden. Die drei waren schon hier im Krankenbett. Gemein, Level 78, prima. Super awesome. Dankeschön. Wow, spektakulär. Och, ich werd gleich rot. I raise every Pokémon with the same love and care. I don't pick favorites. They're great, your Pokémon. How do you raise them? Sehr starkes Training. Guter Ausgleich der Attacken passen auf ihre Fähigkeiten und Typen. Ein Beleber. Aha, so wie ich jetzt schon Beleber eingesetzt habe. Gut. Megastein. Was bist du? Manche sind wirklich gut versteckt und manche liegen einfach hier offen rum. Und Machampite? Machamai hat auch eine Mega-Entwicklung? Oh, coole Sache. Jetzt müsste ich nur ein Macholo finden, was ich entwickeln kann. Lily Cove City, where the land ends and the sea begins. Was heißt die Sea begins? Und dann fällt man gleich ins Wasser rein, ne? So, ein neuer Ort zum Untersuchen. Und da haben wir auch hier das große Einkaufszentrum. Werde ich da mit allen Leuten reden? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht dann aufscreen. Wahrscheinlich kriege ich da sowieso nur wieder Infos, was ich wo kaufen kann. Pa. Haben Sie gewiss, Lady? I love quizzes. I'm waiting for someone to change a quiz this lady's set up. If you answer correctly, you can win fabulous prizes. Would you like to take the quiz challenge? Warum nicht? Ghost is weak versus witch. Normal, dark. Dark. Wo habe ich das?
Wo finde ich das jetzt? Status? Das ist ein Pokémon. Wo finde ich jetzt das Wort Dark? Battle? Come on, decide, escape, genius, go, god, if, legend. Sind da die Typen drin? Nein, Status? Airlock? Warum ist Airlock ein Status? Ich mache mal hier mal die Türe zu. Hier auch nicht. Dude, ne? Select Mode. Ach, ich kann auch einfach hier. Ich kann auch einfach hier. Nach Buchstaben sortieren, danke. Yeah, amazing, you've got it right. Your one-shop customer. Ich schneide mich auch mal selber, wenn ich aufstehe. Erstmal in die Augen gerieben. Oh! Congratulations, you've got the quiz right. You found a prize provided by Lady. Prämierball, ja. Muss ich schon mal nichts. Listen, would you like to make your own quiz? Nein, danke. Oh, I see. Well, maybe next time. Und schon habe ich ihre Träume zerstört. Ich bin ein böser Bub. I wonder how many kids of Pokemon there are in the world. Ach, keins. Nicht Kids, Kids, keins. It'd be great to cross seas and trade Pokemon with people far away. Jetzt mit der neuen Generation wird es wahrscheinlich über 1000 geben. I've been hearing about some rotten scoundrels who steal Pokemon and rip off meteorites. Bitte was? Who steal Pokemon and rip off meteorites. Meint der Team könnte wahrscheinlich Team Magma meinen. I came from Kanto. The whole region is beautiful with all its water and verdant nature. Hä? Hm? Wait a second. Could there be rare Pokémon that live only in this area? Bist ein kleines Genie, hä? Have you seen that strange cave in the curve at the edge of town? Ich bin erst hierher gekommen. Ich habe ja nur die blauen Häuser gesehen, aber was für ein Anblick. So würde ich mein Haus auch gestalten. This planet's biggest mysteries are at the bottom of the sea. Somebody said that, but I don't know. Gut. Ich habe auch den Spruch gehört, es waren schon Menschen auf dem Mond, aber noch nicht auf dem Meeresboden, also auf dem tiefsten Punkt. There's a deep underwater trench between most deep and Zootopolis. That's what someone told me anyway. Das müsste der Ort sein, wo diese Unterwasserruine zu finden ist, oder? Habe ich mit dir schon geredet? Doch, genau, du mit deiner Höhle. Team Aqua's been training the wild man in the cove. We sailors can't get our boats out. Und die Wörter kriege ich auch nicht raus. To see with them in the way. Ja, dann rede doch mit denen oder ruf hier mal die Polizei. Hey you, don't go near the cave in the cove. Why? You don't need a reason why. I'm in a dial, so you just listen to me. Hey, davon habe ich beim letzten Mal schon geredet, aber nö. Du siehst für mich nur ein bisschen älter aus als ich vielleicht. 5 Jahre, da bist du noch kein Erwachsener. Mir hast du gar nichts zu sagen. Pass mal auf hier. Psch. Bitte was? Pokéball Swappers aus. Move your Pokémon to a new home. Was? Was? Das muss sicher durch den ROM-Hack hier entstanden sein. I'm the Pokéball Swapper. I can move your Pokémon from the current ball into a new one. It charts 2000 for this and I'll need you to provide the new Pokéball. Which Pokémon ball would you like to swap? Really? See you later then. Warum mit russischer Akzent? Fragt mich nicht. Man könnte also. Das ist wirklich für Leute wie mich, die hier sich hier Mühe geben, einen farblich passenden Pokéball auszusuchen. Ja. Gibt es einen Pokémon, was ich vielleicht tauschen möchte? Seit wann habe ich hier einen Schwerball? Keine Ahnung. Der Finsterball würde zu Assaset gut passen, wenn ihr mich fragt. Weil ich hatte es ja mit einem Pokéball gefangen, richtig? Warum eigentlich nicht? Machen wir das doch einfach mal. Which Pokémon would you like to swap? Assaset. Which Pokémon will be their new home? Dustball. So you want to move Assaset into a Dustball for 2000? Very well, please hand over your Assaset. Don't worry, this will only take a moment. Well done, I hope Azazel enjoys its new Pokéball. Feine Sache.
Das passt, weil es ein Shiny ist. Das passt farblich auch sehr schön. Ihn könnte ich in einen Hyperball packen. Weil Gamakuro jetzt mein erstes Pokémon war, bleibe ich mal beim Pokéball. Wobei das farblich natürlich auch sehr schön passt. Bei Titanic könnte ich da einen anderen Pokéball nehmen. Darüber freue ich mich. Das ist auch wieder so Quality of Life. Der Heavy Ball würde passen. Warum war ich damals eigentlich nie auf die Idee gekommen, das darin zu fangen, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich den Pokéball habe. Works well on very heavy Pokémon. So, you want to move Titanic? Natürlich, den großen Eiskoloss hier in den Schwerball. Passt doch. Genau, und dann den Hyperball für Rock. Geht das überhaupt? Tatsache, auch wenn es ein getauschtes Pokémon ist. Ultraball. Und jetzt habe ich nämlich ein Team, wo jedes Pokémon dann am anderen Pokéball ist, aber farblich sehr passend. Ach, das gefällt mir. Ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht Gamakuro in einen Köderball packe, weil das ist ja hier farblich, passt schön, aber Superball würde vielleicht auch passen, aber nee, weil es ja mein erstes Pokémon ist. Deshalb lasse ich es darin. Gut, ich war in dem Pokémon Center gewesen. When it gets right down to it, the same way suits suit me perfectly. And crisp breeze suits the sea. And you, a berry suits you to a T. Why should that be so? Because I'm a trainer? When it gets right down to it, it's because you're a trainer. So, Mikey. Wollen wir kämpfen? Oh hey, Joe, are you shopping too? I bought a whole bunch of dolls and posters. Of course I've also got a lot of Pokemon and I'm raising them properly too. Actually I'm more worried if you're raising Pokemon properly, Chovo. I'll battle with you, so you can show me your Pokemon, Chovo. Natürlich. The Pokemon I raised won't be beaten by your Pokemon, Chovo. Gut, und wenn ich jetzt verlieren sollte, dann werde ich ja gleich hier wieder gespawnt. Okay, ich bin gespannt, ob sich an ihrem Team was geändert hat. Hattet ihr das vorher auch schon? Ich glaube... Ja, aber die Reihenfolge ist anders. Letztes Mal hatte sie zuerst Schwalbers eingesetzt. Energieball, vergiss es, nicht so effektiv. Und du schon wieder mit deinem Life-Up. Okay, dann mystisches Feuer. Einmal hier deinen Spezialangriff senken. Naja, ein paar Level Unterschied, aber Azazel, das hältst du aus. Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich gar nicht auf die Animation geachtet vom Pokéball. Aber ich sehe es ja sicher noch ein paar Mal. Komm. Sehr schön, super effektiv. So soll das sein. Was kommt als nächstes? Starmie. Unlicht-Pokémon, jo. Da könnte ich natürlich aber auch Gamakuro nehmen, dann hätte ich hier einen... Ah nee, sollte ich nicht, weil ich weiß, es kann Donner. Okay, das war jetzt die falsche Taste. Ich wollte eigentlich auf Nachthieb wechseln, nicht auf Eisenschädel. What the hell? Ich weiß, meine Spezialverteidigung ist nicht so gut, aber so viel Schaden, wow. Und jetzt auch noch. Erst Hydro-Pumpe, dann Donner, beides trifft sogar. Bam, bam, bam. Ja, gut. Gut. Wie du willst. Wie du willst. Dann hole ich hier mal einen anderen Nachtkämpfer raus. Nachthieb? Natürlich. Natürlich trifft Donner schon wieder. Klarer blauer Himmel, aber der Blitz, der trifft alles, hä? Super effektiv. War der noch paralysiert? Doch nicht. Dankeschön. Muss man einfach mal ein bisschen sauer sein, hier etwas sagen und dann denkst du hier, Karma, du willst das, dann kriegst du es nicht. Und wenn es verschwendet ist, dann kriegst du trotzdem nicht, weil du sollst nicht immer das bekommen, was du erwartest. Ne, ne. Alles klar, da kommt jetzt... Ja, wenn sie es mega entwickelt, würde es zu einem Drachentyp werden. Dann könnte ich es jetzt mit Titanic schon erledigen. Guter Counter, guter Counter. Das könnte aber auch eine Kampfattacke haben. Gut, was machen wir? Eistapfhagel. Aha, die Mega-Entwicklung kommt. Jetzt hat sie nämlich eine Vierfachschwäche. Wachstum. Willst du auf Nummer sicher gehen, hä?
Aber das könnte ein Untergang sein. Und aus dem Haus, du bist raus aus dem Haus. Mit nur einer Attacke das Mega-Level, das Mega-Pokémon besiegt. Rapidash. Mhm. So, was tun wir, was tun wir, was tun wir? Gewinn, da tust du mal rein. Jetzt kommt nämlich meine Mega-Entwicklung. Hälfte schon besiegt, bei mir sind zwei Pokémon erledigt, okay. Reckless. Aha. Oh. Ich habe ihm nicht den Megaschein ausgestattet. Ich hatte ihm was anderes. Ich hatte, glaube ich, ihm den Expertengurt gegeben. Mein Fehler. Autsch. Das war Flammenblitz, deshalb auch hier Reckless wegen dem Rückstoßschaden. Der ist dann erhöht wahrscheinlich, hä? Yo. It will be cold. Was tun, was tun, was tun? Also, sehe, da musst du mal hier Seeschuhen-Effekt mit dem Ball. Da musst du aber was einstecken, damit ich hier meine anderen Pokémon heilen kann. Bei Potion würde das reichen. Ja, würde reichen. So, was machst du? Gift-Hieb? Naja. Meine nur 4 KP übrig. Okay, es hat ja nur einmal jetzt das Feuerjubiläum gehabt. Das heißt, wenn es jetzt nochmal die Attacke einsetzt, wäre sie schwächer. Dann machen wir mal Surfer und löschen dir mal die Haare. Würde sich ja auch komisch aussehen, so ein nacktes Galopper. Würde es dann eigentlich sterben, weil es ja unterkühlt ist? Hm. Wer weiß. So, Mimikyu, das bleibt. Also mit Mikma. Ich weiß, du hast ja deinen Mantel, den werde ich mal durchnässen. Bisschen betroppelt, bisschen geknickt. Au, 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 au. Kuscheln ist schön und gut, aber nicht hier mit Klauen, okay? So, perfektiv, jetzt nochmal Surfer und... Reicht das aus? Leider nicht. Au, oh, ja. Easy, Herzchen, easy. Easy, Vögelchen. Wenn auch noch die Bienchen dazu kommen, dann wird's hier ein bisschen hier sexy smexy. Was tun, was tun, was tun? Titanic halte ich erstmal zurück. So, du bist ein Geisttyp, daher kann ich hier nichts mit normalen Attacken ausrichten. Bohrschnabel, bohr ihm noch ein weiteres Loch in sein Kostüm. Dann wird es entweichen, entweise. Lasse seinen Geist entweichen. Und Schwalbers. Also die Pokémon sind gleich geblieben, nur die Reihenfolge war anders. Sollte ja nicht so einfach sein, dass man immer denkt, ich mache jetzt erst dieses Pokémon. Ja, ja, ja. Okay, und jetzt einmal hier Frostbeule. Der setzt doch aus. Sehr schön. Aha, jetzt wirst du ja doppelt geschadet. Einmal durch mich und einmal durch dich. Und Frostbeule. Ping. Ein Eiswürfel. Okay, das ist jetzt nicht durch meine Attacke, dass es jetzt brennt. Das ist durch seinen sein Hitzeorb. Aber weißt du was? Ich helfe dir. Ich habe noch ein paar Eiswürfel, die kann ich dir anbieten. Ja, wir sind ein bisschen abgekühlt. Kling! Hihihi. Ungewollt eine große Hilfe sein. Das gefällt mir. I remember the battle I had with you, Jovo, on Route 103. That battle helped you become this strong, Jovo, didn't it? Nah, nicht wirklich. Die ganzen anderen Kämpfe danach haben mir geholfen. I'm thinking of going back to Littlewood soon. I've got a decent group of Pokemon and my Pokedex is coming along, so I'm going home to show my dad. Jovo, what are you going to do? Collect all the gym badges and take the Pokemon League challenge? Well, while you're collecting badges, Jovo, I'm going to work on my Pokedex. I complete it before you. See you. Da bin ich mir sicher, dass du es vorher hier empfüllen wirst, die Pokédex. Ja? Ich konzentriere mich ja nur hier auf die Arena-Herausforderungen, dann auf die Pokémon-Liga und wenn es geschafft ist, werde ich diese Welt wieder verlassen. Für mich wird es weitergehen, aber ihr werdet eingefroren sein in dieser Zeit. Bisschen deprimierend, wenn man drüber nachdenkt. Deshalb sollte man nicht so stark über Spiele nachdenken. Die davon ausgehen, dass die hier
ein Bewusstsein haben, ne? There's a Pokémon Contest Hall right in this here town. That means Railways Pokémon will come from all over the country. Ah, du swells with excitement. Da geh doch rein! I was taking a relaxing snooze at the seaside inn to the sound of waves. And someone stole my Pokémon. Who's the abductor? Team Aqua? Is it Team Aqua? Könnte auch Team Magma sein. Oder der Junge von nebenan. So viele Möglichkeiten. We just arrived here on our honeymoon vacation. We happen to see a Dragon-type Pokémon flying way up in the sky. Do cool Pokémon like that live in the home region? Das ist wieder Rayquaza. On our honeymoon, we vow to see as many rare Pokémon as we can. So we were delighted to see a rare Pokémon as soon as we arrived. I mean, we are totally happy. Auf einmal war es eigentlich nur ein Wingard gewesen, was einfach zu viel Fisch gemobst und gefressen hat. Blablabla. Do you know about the machine Berry Blender? Yes. People have to work together to get it to spin faster. The faster you can make it spin, the better Pokepress you can get, I've heard. Du fragst mich, ob ich es kenne und dann erklärst du es mir trotzdem. Ja, ja. So, gib mir meine Pokeblocks. Meine Pokeblockbox. Hello, this is a reception gun of a Pokemon contest. Oh, it appears there's a gun of a Pokepress. In that case, we need to provide you with this. You need to. Ihr seid dazu verpflichtet. Clear that. Hello, this is a reception. Nein. Ich kann wieder gehen. Dankeschön. Pff. Aus ihren Augen bin ich wahrscheinlich sehr, sehr unhöflich. Oh, hallo, du Neuer. Ja, gib mir meine Box. Ich will meine Box haben. Gut, gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Gegen dich auch nicht. Das mache ich später noch. Dankeschön. Gegen dich habe ich auch nicht gekämpft. Einmal durch hier. Das Item werde ich mir auch noch holen. Irgendwann, früher oder später. Aber Items werden einfach mein sein. Sophie, wer hat in meine Tasche reingeht? So. Und jetzt mache ich das, was ich am Anfang des Parts sowieso machen wollte, und zwar ein paar Pokémon fangen. Einfach mal sehen, was sie hier anzubieten haben. Ich möchte auf Safari gehen. Welcome to the Safari Zone, all you can catch for fast 500. Yes, that will 500, please. Here, your Safari Board, show received. Her damit, lass mich einfach durch. We'll let you know when your game is over. So until then, enjoy yourself, please. Off you go on your white execution. Ach, ist das schön. Blablabla, vom ersten gefressen. So, hier könnte ich Pokeblocks reinsetzen, mache ich aber nicht. Mein Ziel ist es, ein Rihorn zu finden. Und ich finde ein Pikachu. Das ist jetzt nochmal, dass man hier Pikachu fangen kann, das weiß ich. One, two, three, shoot. Watching carefully. Noch einmal. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn man hier genau die gleichen Pokémon finden würde, wie sonst auch. Und Pikachu wurde gefangen. Pikachu ist immer das Pokémon. It stores electricity in the electric sacks on its cheeks. When it releases pent-up energy in the burst, the electric power is equal to a lightning bolt. Ja, so tut ihm bloß nicht in die Wangen kneifen, liebe Omas. Ansonsten seid ihr geprotzelt. So, ich weiß noch den Namen, den ihr damals gegeben habt. Und zwar war der Name... Peabody. Ah ne, Moment. Anders geschrieben. So, der Buddy. Peabody. So, mal sehen. Ich glaube, ich muss eher da oben laufen. Ja, da habe ich jetzt nicht das richtige Rad. Ich glaube, hier irgendwo gab es Rihorn zu finden. Girafarik ist auch gleich geblieben, aber dafür haben die wirklich hohe Level. Hm? Relieve your tired feet, rest house. Gibt es hier Items abzustauben? If you put a Pokeblock on the feet, a Pokémon attracted to it. I think Pokémon with the same sort of nature are to have a certain Pokéblock. Ich glaube, du hast die ganzen Pokéblocks gefressen, so wie du aussiehst. I don't have any Pokeblocks, but I caught a good number of Pokemon. You can improve your chances of making a catch by getting closer to them before throwing a Safari Ball. Stimmt, man kann ja sich ranschleichen. If you use Pokeblocks, wild Pokemon won't be so quick to run away. It's not much use to give Pokeblocks to Pokemon that don't flee easily. Ich kann mich nicht an diesen NPC erinnern. Die sieht schon irgendwie auffälliger aus. Okay. Ich glaube, hier könnte es Rihorn geben. Okay, sehr schön. Du bist neu, Pelpitoad. Aber deine Vorentwicklung habe ich schon, also kann ich mir das sparen. Ich will ein Rihorn. Ich will ein Rihorn haben.
Wo bist du? Mhm. Seismitoad haben wir auch. Okay, okay, du große Kröte. Wenn ich die küsse, wird aus dir ein Prinz. Ja. Hoffentlich reicht's, wenn ich dir nur auf die Backen im Gesicht hier schmatze. Sligur. So slick im Design. Viscora. Ah, hier kann ich hoch. Hier kann ich hochfahren. Jips. Hier müsste es, glaube ich, Rihorn geben. Hier bei dem Sandgebiet, bei dem Sandabschnitt. Chanera! Seltenes Pokémon. Erledigt die Frage, hast du ein Glücksei für mich zum Halten, dass ich meine Pokémon noch schneller trainieren kann? One. It appears to be caught. And is watching carefully. Ich komme da ein bisschen näher. Watching carefully. Noch ein Ball. Ding, 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 ding. Und? Und? Chanera. In den Originalspielen war es so schwer zu finden und so schwer zu fangen, aber hier... Pustekuchen. Chansey lay nutritionally excellent eggs every day. The eggs are so delicious, they are eagerly devoured by even those people who have lost their appetite. Also es legt so köstliche Eier, es sind seine eigenen Eier, dass sogar Leute, die keinen Hunger haben, diese fressen. Wäre vielleicht ein Vorteil für diejenigen, die Bulimie haben. Ich will nichts essen, ach, das ist aber so lecker. Der nicht, doch mal dich, Cookie. Ja, wenn du immer so leckere Sachen kochst. Cookie, so. Sehr schön. So, jetzt will ich aber ein Rehorn haben. Wo sind die Rehorns? Wo sind sie abgeblieben? Ich will sie stampfen sehen. Ich will sie trampeln sehen. Pinsir auch. Das ist, glaube ich, hier neu, aber passt auch schön, sehr schön hier rein. Ich habe wahrscheinlich mir zu große Erwartungen gemacht mit, was man hier für Pokémon treffen kann, weil thematisch müssten sie schon ein bisschen passen. Dodri zum Beispiel, jawohl. Wobei sie aber, glaube ich, auch Dodo liebt. So, da drüben ist sicherlich ein Item versteckt. Irgendwo. Megastein zum Beispiel. Nein, der VM. Solarstrahl. Das wird sich sicher irgendwann anbieten. Zum Beispiel, wenn ich Groudon fangen würde. Und was schwimmt hier rum? Ein Alola Slimog. Ja, das heißt, es auch, das muss hier richtig sauber sein, das Wasser, weil das hat ja den ganzen Schmutz aufgenommen. Xato und Nato gibt es ja auch noch, wie üblich. Daher sollte es ja auch irgendwo Rehorn geben. Ich bin gerade besessen. Ich bin gerade besessen auf Rehorn. Ja, wo ist das Teil? Noch ein Chanera. Ich esse zwar auch gerne mal Eier, aber auch nicht. Vielleicht mal für eine Woche habe ich vielleicht mal 5 Eier und dann reicht es mir auch wieder. Ja, ob nur ein Rührei oder Spiegelei oder so Eiertoast oder im Wrap. Nom nom nom. Lecker Gerichte kann man damit machen. Das Aufwendigste, was ich mal gemacht habe, war hier so ein Eiersandwich mit Schinken, mit wo ich dann auch noch das, zum Beispiel so das Toastbrot dann hier eingetunkt habe in so einem Gemisch aus Mayonnaise und gerührtem Ei. Ja, und das dann noch schön in den Ofen rein. War wahrscheinlich aber leider zu voll gesaugt. Das wurde dann nämlich nicht so knusprig. Aber da ich ja meistens sehr alleine esse, kann ich nicht so viele Zutaten benutzen, beziehungsweise wenig zu viele Zutaten benutzen, damit ich nicht zu viel wegschmeißen muss. Ich bin dann eher dann bedacht. Und nicht verschwenderisch. Nein, nein. Ach super, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier keins finde, dann werde ich offscreen hier weitersuchen und werde mir ein Rehorn fangen. Also, meine Damen und Herren, viel ist wieder passiert, viel gesehen, viel getan. Bei Gawain werde ich jetzt erstmal noch hier den Megastein ausstatten, damit ich das nicht wieder vergesse. Wie konnte ich das nur vergessen? Wo haben wir es? Da, bitteschön. So, und dann sehen wir vielleicht in der nächsten Ausgabe, meine Damen und Herren, wieder ein neues Mitglied in unserem Team. Lassen Sie sich überraschen. Und wenn Ihnen diese Ausgabe von Pokémon Inclement Everett gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dann. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.
Thank you.